Und daher ist es nicht notwendig, dass diese Personen in Österreich sich frei bewegen. Es gibt daher auch eine Gebietsbeschränkung. Diese Gebietsbeschränkung sollen jene, die hier um Hilfe suchen, auch einhalten, tun sie aber nicht. Das war bisher sanktionslos. Im neuen Gesetz werden wir auch verankern, dass es dann zu einer Strafe kommt, zuerst Verwaltungsstrafe, wenn beispielsweise Asylwerber, haben wir ja gehabt, in Dreiskirchen in eine Streiterei verwickelt waren und dann waren plötzlich von, was weiß ich, wo andere auch da, weil sie sich eben nicht an diese Gebietsbeschränkung gehalten haben, sondern Aber sehr, sehr mobil ihre Tätigkeiten durchführen. reden wir Und doch wir einmal haben von. registriert, Frau Turner, wir haben registriert, die, die wirklich Hilfe brauchen, die Verfolgten, denen sie zusteht, die sie auch in Österreich bekommen, das sind auch diejenigen, die ihr Verfahren geduldig abwarten und nicht allmöglichen Missbrauch unter Anführungszeichen Da treiben. würde ich Und jetzt gerne Herrn Embacher dazu fragen. daher wollen wir die Mobilität Haben einschränken, Sie schon. weil mit der Mobilität ist immer auch ein Sicherheitsproblem damit verbunden. Herr Embacher, wie sehen Sie das? Sie haben schon sehr, sehr vielen Asylbewerbern geholfen und sie auch vor Gericht vertreten. Können Sie das bestätigen, was die Innenministerin sagt? Die, die wirklich sozusagen einen Fluchtgrund haben, benehmen sich anständig, um sie so zu interpretieren, und bei den anderen sind immer Winkelzüge angesagt. Also in der generellen Form kann man das sicher nicht bestätigen. Das Problem ist zum Teil auch in der Dauer der Verfahren gelegen. Wenn Sie sagen, die, die wirklich Schutz bekommen oder Schutz brauchen, den dann bekommen, warten geduldig ab, kommen Sie einmal zu mir, wenn die anrufen. Wie lange dauert es noch? Wann bekomme ich endlich die Entscheidung? Und, und. Ich habe einen Bescheid mit. Als Beispiel eine irakische Familie, eingereist 1996. Der erste Antrag wurde abgewiesen für alle vier. 1999 hat es einen Folgeantrag gegeben, der wurde 2008 bewilligt. Also man muss sich das einmal vorstellen, was das für die Betroffenen für eine Belastung ist, 9 Jahre auf das Verfahren und auf den Ausgang zu warten, Und welche insbesondere Verfahren hat es dazwischen gegeben? einen einzigen Folgeantrag. Es ist irgendwo 5 Jahre gelegen. Ich kann Ihnen noch andere Beispiele erzählen, wie Ihre Beschleunigungen nicht funktionieren. Es ist eines der Probleme. Die Erklärung für das Problem ist auch die ständige Novellierung. Es gibt kaum ein Gesetz, das so oft novelliert wird wie das Asylgesetz. Es sind zum Teil kleine Anpassungen, zum Teil wirklich gravierende Systemänderungen. Es sind zum Teil Aufhebungen durch den VfGH. Das ganze System kann nicht funktionieren, wenn ich ständig ändere, bis einmal das greift. Die Beamten sind in Schulungen, während sie Entscheidungen treffen sollten, dadurch wird es wieder verzögert, dann funktioniert es endlich und es kommt die nächste Novelle. Das heißt, der Begriff Fleckerlteppich, der von zwei Seiten gefallen ist, ist mehr als zutreffend. Die Verfahren werden durch diese Novelle auch nicht schneller werden und meines Erachtens ist auch kein Beitrag zur Sicherheit. Ich möchte noch zu zwei bereits angesprochenen Themen ganz kurz was sagen. Es wurden eingangs die UNHCR-Zahlen erwähnt. Die 42 Millionen sind die, die auf Flucht sind. Davon sind 26 Millionen Binnenvertriebene, das heißt, die sind im Land geblieben und 16 Millionen befinden sich außerhalb des Herkunftslandes. Es ist so, dass eine ziemliche Schieflage besteht zwischen den unmittelbaren Nachbarländern, die den Großteil aufnehmen. Beispiel Pakistan ist das größte Aufnahmeland, und den Industrieländern, die einen geringeren Anteil aufnehmen. Innerhalb der Industrieländer befindet sich Österreich im guten Durchschnitt. Also das ist sozusagen vergleichbar mit Norwegen, sowohl von der Größe als auch von der Zahl. Also von dem her würde ich sagen, der Vergleich hinkt nicht gegenüber den anderen Industriestaaten, sondern gegenüber den Herkunftsregionen, wo einfach die armen Länder den Großteil der Flüchtlinge aufzunehmen haben und damit natürlich nicht fertig werden. Ganz kurz, zweiter Punkt zu der Novelle und wie sie vorgebracht wird. Es wird immer so unterschieden, ja, also die, die Schutz brauchen, werden den Schutz bekommen und gegen die Bösen brauchen wir besondere Maßnahmen. Das ist vielleicht durchschaubar für jemanden, der sich in der Materie auskennt. Nach außen wird transportiert, es gibt viele Kriminelle, wir brauchen neue Maßnahmen. Atmosphärisch wirkt sich das natürlich auch in den Verfahren aus. Also auch die, die den Schutz brauchen und vielleicht auch bekommen, haben irrsinnig zu kämpfen. Sie haben dieses Misstrauen, das ihnen entgegengebracht wird, zu überwinden. Die Verfahren laufen eigentlich so ab, dass nicht das Verfahrensthema ist, wir erforschen Fluchtgründe, sondern die Betroffenen sollen uns überzeugen, dass sie uns nicht anlügen. Also es wird mit einem Misstrauensvorschuss gearbeitet. Meines Erachtens kann man das den Beamten nicht wirklich vorwerfen. Die arbeiten auch nur im Gesamtklima. Das strahlt natürlich aus. Und die Novelle ist von Begleitinnen wieder einmal begleitet, die extrem negativ sind.
Und die Kurzbotschaft wird vermittelt, es gibt einen Generalverdacht, wir brauchen gegen alle Maßnahmen. Wenn wir mit Ihnen schon einen Juristen in der Runde haben, dann würde mich auch interessieren, warum so viele Verfassungsexperten dieses Landes sagen, diese Novelle ist verfassungswidrig. Der Wiener Bürgermeister Michael Häupl hat heute in der ORF-Pressestunde gemeint, praktisch alle Verfassungsexperten dieses Landes sagen, das sei verfassungswidrig. Und solle daher gelassen werden. Warum? Was ist verfassungswidrig? Ich frage mal den Herrn Nembacher. Funk hat sich geäußert, bevor er sie gelesen hat, die Novelle. Also, dazu fällt mir zunächst einmal ein, das ist ja mittlerweile auch schon ein festgefahrenes Spiel, das gibt es bei jeder Novelle. Die Verfassungswidrigkeiten, die gesehen werden, werden dann meistens vom VfGH nicht aufgegriffen. Der findet dafür was anderes, was verfassungswidrig ist. Also ich finde das mittlerweile eher langweilig, was alles verfassungswidrig sein könnte. Bei dem neuen Gesetzentwurf fällt mir ein ganz starker Punkt sehr negativ auf. Das ist das Thema Schubhaft, wurde bereits angesprochen. Es ist so, dass der neue Paragraph 76 Absatz 2a, eben diese Dublin-Verfahren, die in einem späteren Stadium eine generelle Schubhaft vorsehen, eigentlich sozusagen eine Art Beweislastumkehr einführen. Das heißt, der Betroffene muss nachweisen, warum bei ihm keine Schubhaftgründe vorliegen. Das halte ich tatsächlich für verfassungswidrig, weil der Verfassungsgerichtshof zuletzt auch bei einer Prüfung gesagt hat, es ist ohnehin klar, dass immer die Einzelfallprüfung zu erfolgen hat und nur wenn es in der Person Anzeichen gibt, dass sich die dem Verfahren entziehen wird, dann ist eine Schubhaft zulässig. Okay. Und dieses Prinzip wird hier jetzt umgedreht. Und das sehe ich wirklich ein großes Problem. Mhm. Um ein anderes Beispiel aufzugreifen, was auch medial stark diskutiert wurde, Thema Unschuldsvermutung bei Beschleunigung von Verfahren, dem kann ich mir nicht anschließen. Es ist auch derzeit schon so, dass es Beschleunigungen gibt und da wird jetzt ein neuer Tatbestand eingeführt, dass das auch schon während des anhängigen Strafverfahrens zulässig sein soll. Dass man in Schubhaft kommt, nämlich. Dass man das Verfahren beschleunigt. Das heißt, dass das Asylverfahren abgeschlossen wird. Geltendes Recht für landesgerichtliche Anklagen. Geltendes Recht wird ein bisschen ausgeweitet, könnte man hinterfragen, wie wirksam war die Maßnahme bisher, warum braucht man da eine Ausweitung, da fehlt mir eigentlich ein bisschen die Analyse. Wenn wir die Kriminellen abschieben wollen, haben wir doch den Hänger aber gesagt. Das passiert ja nicht einmal dann gesichert, sondern erst, wenn jemand unbedingt mehr als ein Jahr Haft sozusagen an Androhung zu erleben hat aufgrund einer Straftat. Und jetzt frage ich Sie ganz offen, ich meine, was muss man anstellen, um heute mehr als ein Jahr unbedingter Haft erwarten und befürchten zu müssen. Da muss man schon sehr viel anstellen. Jetzt glaube ich, sollten wir den Herrn Kovanik einmal fragen, den Chef der Wiener Fremdenpolizei. Sie sind ja eigentlich dann auch zuständig für die Abschiebungen, wenn es denn dazu kommt. Und da stand der Vorwurf im Raum, wenn die mal verurteilt sind und eigentlich abgeschoben werden könnten, schon derzeit, dann passiert es nicht. Dann liest man von so Fällen, dass ein eigener Jet gechartert wird um sehr viel Geld, wo dann so eine Bausch- und Bogenabschiebung vorgenommen wird. Wie läuft denn das eigentlich? Also ich gehe sehr gerne auf Ihre Frage ein, aber zuerst muss ich auf etwas reagieren, was mich also sehr bewegt. Sie sagen, der Menschenrechtsbeirat sagt, die Schubhaft sei zur Regel geworden und nicht mehr die Ausnahme. Ich kann diese Äußerung nicht verstehen, denn wir alle kennen die Zahlen und die Zahlen haben sich seit 1999 halbiert. Also er sagt, sie werden mit der neuen Regelung immer stärker zur Regel. Und bitte lassen Sie mich, weil das wichtig ist. Ich arbeite jetzt 23 Jahre auf diesem Gebiet und die Mystifikation, die sich um die Schubhaft ergibt, halte ich schon sehr schwer aus. Denn bitte... Kein Fremdenpolizist verhängt gerne die Schubhaft. Das ist für den Betreffenden unangenehm, für den Beamten ist es Arbeit, für den Staat kostet es Geld. Uns wäre am liebsten, wir würden ohne Schubhaft auskommen. Dann müsste aber der Fremde die Bescheide, die er bis zum Höchstgericht durchgespielt hat, akzeptieren. Er müsste akzeptieren, dass der Asylgerichtshof sagt, werter Herr, die Vorbringungen, die Sie gemacht haben, sind kein Asylgrund. Er müsste akzeptieren, wenn die Fremdenpolizei sagt, jetzt sind Sie schon zweimal straffällig, jetzt müssen Sie das Land verlassen. Aber wir leben nicht in dieser idealen Welt. Da die Menschen, die mit negativen Bescheiden behaftet sind, im Asyl, im Fremdenrecht, einfach das Land nicht verlassen, muss der Staat irgendwie reagieren, muss ein Zwangsmittel setzen können.